Hallo liebe Queens, hier ist Anja von Arvindale und heute synchronisiere ich euch wieder ein Unboxing und zwar von der wunderschönen Liverpool in der Farbe Milkshake Blonde R aus der City Collection von Beltres. Und wie ihr wisst, bin ich ein großer Fan von dieser Collection und ich habe schon ziemlich lange auf diese Krone gewartet. Sie ist aus der britischen Linie. Endlich haben wir die britische Linie. Und jetzt zeige ich sie euch gleich. Hier setze ich mal wieder mein Haarnetz, lege ich an. Das ist tatsächlich nur zum Verstauen der Haare. Es hat keine andere Funktion. Und hier ist das gute Stück. Und wie ihr euch vielleicht schon denken könnt, kommt sie mit einem vorgegebenen Linksscheitel. Sie hat ein Partial Monofilament. Hier halte ich es hoch. Sie hat auch eine maschinengefertigte Kappe, wie alle Kronen aus dieser Kollektion. Und der Scheitel ist hier, wie bei der Mehrheit der Kronen in der City Collection, auch hier wieder links vorgegeben. Ich erkläre euch hier, was das bedeutet. Also wenn man seinen Scheitel links trägt von Haus aus, dann hat man natürlich Glück. Wenn ihr euren Scheitel in der Mitte tragt, so wie ich vorzugsweise, dann kann man schon ein bisschen schummeln. Aber es gibt auch in dieser Kollektion ein paar Kronen, die einen vorgegebenen Mittelscheitel haben. Leider gibt es absolut niemals einen Rechtsscheitel. Also wenn ihr auf einen Rechtsscheitel besteht, dann würde ich euch empfehlen, dass ihr in euch geht und euch selbst fragt, warum ihr einen Rechtsscheitel haben möchtet. Manchmal liegt es nämlich an den natürlichen Haaren. Vielleicht habt ihr einen Wirbel auf der rechten oder auf der linken Seite oder eure Geheimratsecken sind auf der einen Seite mehr ausgeprägt als auf der anderen. Manchmal liegt es natürlich auch daran, und dass man vielleicht ein größeres rechtes Auge hat oder dass man einfach sagt, rechts ist meine Schokoladenseite. Das gibt es natürlich auch. Aber wenn ihr euren Scheitel wirklich rechts bevorzugt, dann empfehle ich euch ein Full Monofilament. Also das ist dann nicht so wie hier nur links, sondern geht über den gesamten oberen Bereich und dann könnt ihr euren Scheitel flexibel legen. Wie auch all ihre anderen Schwestern in dieser Kollektion hat auch diese Krone eine verlängerte Lace-Front von Eartab zu Eartab. Das ist natürlich sehr schön für diesen natürlichen Effekt. Hier demonstriere ich es euch, wenn es um den Haaransatz geht und natürlich auch wieder beim Partial Monofilament, damit man den Scalp durchsieht, also eure Kopfhaut. Wunderschöne Krone. Ich bin super gespannt. Hier die Klettverschlüsse wieder auf beiden Seiten von der Extended Nape, also von dem leicht verlängerten Nackenbereich. Und jetzt setze ich das gute Stück mal auf. Und bin schon ganz aufgeregt. Ich habe nämlich hohe Erwartungen an diese Krone. Ich bin sehr froh, dass ich berichten darf, dass ich nicht enttäuscht wurde. Ich habe mich sofort in diese Krone verliebt. Also zum einen ist die Passform mal wieder ideal. Also sie passt wie angegossen bei meinem Kopfumfang von 55,5 cm und die Dichte ist leicht bis medium. Also wirklich ganz, ganz toll. Ich glaube, ihr erkennt es schon an meinem Gesicht. Ich bin begeistert. Ich bin verliebt in diese Krone. Ich würde sie auf jeden Fall behalten, aber sie ist schon versprochen. schöne Krone hier auch mit dem Pony, mit dem vorgegebenen. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich gleich zum Friseur rennen muss, um mir den Pony schneiden zu lassen. Ich kann ihn mir wunderbar aus den
Gesicht fegen oder legen und kann mir auch einen Mittelscheitel hin schmuggeln und schummeln. Also es ist wirklich eine sehr, sehr schöne Krone. Die Fasern sind super weich, wie wir es auch nicht anders gewöhnt sind. Eine süße Krone mit einem beachy Look, beachy Waves. Wirklich sehr schön. Und also sie liegt auch tatsächlich ganz toll am Kopf. Und wie ihr seht, hängt sie mir nicht bis an die Nasenspitze, wie es manchmal der Fall ist bei den Kronen, die einen vorgegebenen Pony haben. Die Farbe ist natürlich auch sehr schön. Die Milkshake Blonde A ist meine zweite Lieblingsfarbe in dieser Kollektion und kommt der Butterbeer Blonde sehr nah. So, jetzt zeige ich sie euch nochmal von außen, damit ihr die wunderschöne Farbe auch im Außenlicht bewundern könnt. Also ich bin wirklich schockverliebt, sage ich da gerade. Verliebt, schockverliebt, ganz begeistert von dieser wunderschönen Krone. Ich hoffe, sie gefällt euch auch. Und hoffe natürlich, dass ihr unseren Kanal abonniert hier auf YouTube. Und vielleicht auch einen Kommentar hinterlasst. Ich freue mich immer über eure Kommentare. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei und wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, Servus, eure Anja. Thank you so much for watching and I hope I see you next time. Have a wonderful day. Bye bye.